Fingerabdrücke dienen nicht nur dazu, sich bei den Behörden auszuweisen. Sie verraten auch eine Menge über deine Persönlichkeit. Die Linien auf deinen Fingern sagen viel über deine Eigenschaften und Talente aus, wie es in der Daktyloskopie beschrieben wird, obwohl die meisten Wissenschaftler nicht daran glauben. Um zu erfahren, was dein Fingerabdruck über deine Persönlichkeit aussagt, schaue weiter, denn wir verraten dir so viel wie möglich. Das sagt dein Fingerabdruck über deine Persönlichkeit aus. Nummer 1. Das Zelt. Wenn dein Fingerabdruck in der Mitte ein Zelt bildet, bedeutet das, dass du ein wenig launisch bist. In einem Moment kannst du ein Sonnenschein mit sehr viel Wärme sein, aber im nächsten Moment kannst du Kälte und Desinteresse ausstrahlen. Du nimmst Herausforderungen beim Schopfe und bist manchmal impulsiv. Nummer 2. Radial. Wenn dein Fingerabdruck eine radiale Form hat, dann bedeutet das, dass du ziemlich egozentrisch bist. Du hinterfragst viel und kritisierst auch. Du schätzt deine Unabhängigkeit und bist ziemlich clever. Nummer 3. Die Schlaufe. Wenn dein Fingerabdruck eine Schlaufe bildet, bedeutet das, dass du eine sanfte Seele und ziemlich passiv bist. Du bist ein aufmerksamer Beobachter und gehst im Allgemeinen mit dem Strom. Nummer 4. Das Auge. Wenn dein Fingerabdruck ein Faunauge darstellt, verfügst du über ausgezeichnete Führungsqualitäten. Du bist künstlerisch und sehr scharfsinnig. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 5. Collage. Wenn dein Fingerabdruck wie eine Collage aus verschiedenen Arten von Schleifen aussieht, dann gehörst du definitiv zu der Sorte, die andere Menschen leicht verärgert. Das liegt daran, dass deine Ausdrucksweise nicht gerade sanft und freundlich ist. Nummer 6. Unvollständiges Yin-Yang. Dieser Fingerabdruck, der wie ein unvollständiges Yin-Yang oder ein implodierender Wirbel aussieht, ist ein Indikator dafür, dass die Person über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Du triffst Entscheidungen auf der Grundlage deiner Situation und deine Koordinationsfähigkeiten sind bemerkenswert. Der einzige Nachteil ist, dass du eine kurze Konzentrationsspanne hast. Nummer 7. Die Spirale. Der spiralförmige Fingerabdruck ist ein Zeichen dafür, dass du motiviert bist. Du liebst es, auf dich selbst gestellt zu sein und suchst einfach nach deiner Nische. Die Menschen nehmen dich jedoch als unnahbar wahr. Nummer 8. Konzentrisch. Wenn du konzentrische Kreise in deinem Fingerabdruck siehst, bist du höchstwahrscheinlich ein selbstbezogener Mensch. Ein Mensch, der einige Kreise mit einem gemeinsamen Zentrum in seinem Fingerabdruck hat, mag es nicht, kontrolliert zu werden und er setzt sich im Allgemeinen seine eigenen Ziele. Passt deine Persönlichkeit zu deinem Fingerabdruck? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.